Hallo zu einer neuen Folge von Lo Mollwerk. Wir haben heute einiges zu tun, denn wie ihr vielleicht das letzte Mal mitbekommen habt, haben wir einen E30 mit so ein bisschen Blechteilen. Und das ist übrigens Titus. Und der ist nämlich der absolute Kracher. Aber ein bisschen hier beim Auge dreckig, gell? Und da haben wir ein bisschen viele Arbeiten dran gehabt. Und jetzt war das Ding beim Lackierer. Und der ist jetzt schon wieder fertig fürs Erste. Der muss aber nochmal hin, das ein oder andere Mal. Aber den holen wir nachher gleich, weil heute sieht es nämlich ein bisschen komisch aus, was wollen wir hier abfilmen, wenn die Garage leer ist. Das ist ja Quatsch. Wir sind ja hier nicht bei, kennt ihr so Nerds, wenn der YouTube, also ich habe vorher nie YouTube geguckt, bevor wir selber welches gemacht haben, also nicht so richtig, gell. Nur jetzt gucke ich das manchmal, da sitzen welche vorm Computer und versuchen lustig zu sein und das sind dann YouTuber. Also das ist komplett scheiße. Was übrigens auch scheiße ist, SEC ist fertig, also ist eigentlich nicht scheiße, ist eigentlich cool. Und Probefahrt sind wir am Wochenende ins Kapelsketal gefahren, zur Hochzeit. Alter, du kannst dir nicht vorstellen, gell? Das Auto ist 37 Jahre alt, 83er Baujahr, gell? Ne? 37 Jahre. Da, gut, das ist halt 5 Liter, gell? Das fährt schon so ein bisschen, aber da fährt Ronny und Kevin, gell, kommen da hier mit ihren 6er Golf und denken, sie können über die Autobahn zu toben. Gell? Und früher war das so, wenn du eine geile Karre gesehen hast, und ich sag mal so ein SEC mit originalen 18er RS, das sieht schon ein bisschen gut aus in einer geilen Farbe. Gell? Hast du früher mal einen Daumen gegeben oder so? Und die denken jetzt, sie können ein bisschen mit dir Rennen fahren. Fahr mal mit so einem 6er Golf Rennen gegen so einen alten 500er SEC. Also ich finde Rennenfahren sowieso scheiße. Und ich habe denen auf jeden Fall gezeigt, wie man sich auf der rechten Spur dann hinterm LKW vergnügt. Fanden ihn nicht so gut, aber gehört zum Leben dazu. Okay. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder und dann zeigen wir bitte was. Bis gleich. Ultra krasse Fahrt auf jeden Fall. Aber das nächste Mal nehme ich vielleicht zwei Spanngurte, habe ich mir überlegt. War jetzt ein bisschen, war ein bisschen ruhig jetzt hier so. Also nicht ruhig, also nicht fest. Was hat der für eine geile Karre? Warte. Geile Menschen hier, oder? Absolut krass. Wollen wir das Ding mal abladen und uns angucken? Mach mal. Bin ein bisschen aufgeregt. Eigentlich soll ich diese Woche Hecke schneiden von der Nachbarin. Ich habe extra bei Opa so eine Heckenschere besorgt. Mike, wir müssen die Woche Hecke schneiden bei der Nachbarin. Hast du auch eine Hecke zum Schneiden? Ich habe sogar einen Heckenschneider geholt, so einen elektrischen. Muss ich mal gucken, wann ich das mache. Ja, wollen wir mal gucken hier? Mach mal. Oder wollen wir erst abladen? Erst gucken. Erst gucken. Ich freue mich. Motorraum sieht mega aus. Motorraum sieht echt mega aus. Guck dir das mal an. Ich hatte echt ein bisschen Schiss, dass der nicht hält mit einem Spanngurt. Ich hätte vielleicht vorne noch einen dran machen sollen, aber ich wusste nicht, wo ich einen dran mache. Nicht, dass ich irgendwas zerkratze. Ich freue mich. Die Farbe ist wirklich 10-mal geiler geworden, als ich es gedacht habe. Hätte keiner gedacht, dass mir ein E30 so versauen. Oder? Dachten schon alle. Also ich dachte selber, dass wir einen Originallack da drauf bringen. Aber so ist es vielleicht ein bisschen cooler. Ich habe vor 2 Jahren, glaube ich, oder so, Schoki sein Jetta. Waren wir zusammen am Wörthersee. Ich mit dem SL und Schoki mit dem Jetta. Und da habe ich auch so ein bisschen mit dran rumgespielt. Und das sah übelst geil aus in der Farbe. Das Auto hat er nun verkauft irgendwann. Und keine Ahnung, da kann ich ja ein Auto nehmen in der Farbe. Und so ein E30 ist, glaube ich, cool in dem Farbe. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Aufladen war eben ganz schön beschissen, oder? Beim Lackierer. Mhm. Kriegen wir das hin hier? Abladen.
Bestimmt. Easy, oder? Gar kein Problem. Na dann tun wir die Kamera weg, wir laden ab und dann reden wir noch mal kurz drüber. Ja, ich habe gute Laune jetzt. Ich finde es gut, was ist das hier? Haben die ein bisschen was rausgebaut, he? Was ich vergessen habe. Ja, viele sagen jetzt, was ist denn das für ein Quatsch? Warum bringe ich ein Auto zum Lackierer und hole das dann wieder, wenn es gar nicht fertig ist? Ganz einfache Geschichte. Das ist ja quasi M. Und jetzt hole ich gleich den Dachaufsatz. Und der wird aber verschraubt und vernietet mit dem Auto. Und ich wollte, dass das unter dem Dachaufsatz aber ordentlich lackiert ist, wegen Rost. Und falls man da drunter gucken kann, wie hier zum Beispiel, dass ich grün sehe und keine Grundierung. Und ja, dann wollte ich halt, auch wenn ich versuche, eine originale M-Ausstattung da reinzumachen, war es mir trotzdem wichtig, dass ich unter der Ausstattung alles in der gleichen Farbe habe. Und wenn ich zum Beispiel in den Kofferraum keinen Teppich reinlegen will, weil ich Bock habe auf ein Rennauto, also ich bin mir noch nicht sicher, vielleicht mache ich auch zwei Schalen rein, weil es billiger ist und einen Käfig in, das klingt aber gut, in Gelb, einen gelben Käfig, das würde richtig beschissen aussehen, ja. Vielleicht einen, oder einen weißen Käfig. Vielleicht machen wir ja einen weißen Käfig rein und keine Teppiche und da sieht es auch gut aus. Also besser auf jeden Fall, als wenn das Auto unter den nicht vorhandenen Teppichen nicht in Wagenfarbe wäre. Außerdem habe ich, muss ich sagen, meine größte Angst vor der ganzen Sache, die ganze Elektrik-Scheiße. Und jetzt kann quasi eigentlich der Motor rein. Und die komplette Elektrik mit Armaturenbrett, Tank kann auch rein, was weiß ich. Und dann kann das Auto außen lackiert werden. Aber eigentlich ist der Plan, jetzt den Dachaufsatz drauf zu machen. Den hole ich gleich und zeige euch den. Hoffentlich haben die auch weit genug lackiert. Das hier muss verschliffen werden. Da habe ich mir extra so einen Schleifer besorgt und Schleifpapier. Aber das werde ich wohl hinkriegen wahrscheinlich. Und habe ich auch schon mal gemacht. Und dann kann ich das quasi fest verbauen, die C-Säule mit dem Auto, und wir haben es halt drunter einfach ordentlich. Ich hole die C-Säule mal. Das ist wirklich Carbon, gell? Übrigens. Ohne Scheiß. Krasser Scheiß. Vielleicht schleife ich den auch und mache Sichtcarbon und nur Klarlackpulver. Haben wir wieder weit genug lackiert. So kann ich den anpassen und habe drunter original Wagenfarbe. Das ist auf jeden Fall die Carbon-C-Säule und die kann ich jetzt in Ruhe quasi ans Auto anbauen. Das wird ein bisschen vernietet und mit Karosseriekleber verklebt. Okay. Die Form ergibt sich eigentlich, messen muss ich da nichts. Für mich ist wichtig, dass der Abstand hundertprozentig zur Heckklappe passt. Weil sonst sieht es aus wie ein GFK-Nachbau. Da habe ich keine Lust drauf. Und dann kann das Auto theoretisch lackiert werden von außen. Und von innen. Also nochmal. Also von innen nicht komplett, aber so die Kanten und so, das müsste schon nochmal mitgemacht werden. Das Auto ist jetzt aber grundiert und gefüllert, das heißt gegen Rostschutz, gegen Rost versiegelt, weil es ja neue Bleche waren, und Füller macht man da drauf, weil die Lackierer das immer da drauf machen wahrscheinlich. Das wird nochmal geschliffen und dann wird das Auto ordentlich lackiert. Und ich überlege, ob wir vorher den Motor reinbauen und den Innenraum, also Armaturenbrett und alle Kabel verlegen. Weil ich davor halt die meiste Angst habe, muss ich sagen. Oder ob wir das Auto erst lackieren lassen, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall verstehe ich das nicht, warum viele Projekte an Lack scheitern. Okay? Also es gibt ja sau viele, die Autos machen und da scheitern die Autos immer am Lack. Ich muss sagen, das ging schon recht schnell eigentlich. Von
Ich bringe euch ein Auto. Das muss lackiert sein dann und dann, bis es lackiert dann und dann. Finde ich schon gut. Und es sieht auch gut aus. Das ist nicht so tausendprozentig wie ein Bentley, aber eigentlich schon so 68-prozentig wie ein Maserati. Und so reicht das ja. Findest du gut? Was sagst du der Farbe? Findest du es männlich oder ein bisschen weiblich? Männlich. Ich finde die gut. Ja, dann schön, dass wir euch das gezeigt haben. Mike macht jetzt seinen Ölwechsel. Müssen wir das Ding eigentlich wieder von der Bühne runternehmen? Und wir gucken uns mal den SEC an, oder? Ach nee, ich habe heute Post bekommen. Übelst geil. Der einmal. Also, ich habe letztens in meinem privaten Instagram-Story-Dings gesagt, dass ich für mein SEC Kassettenradio Kassetten brauche. Okay. Aber mein SEC-Kassettenradio ist mir nicht kaputt gegangen, aber es ist nicht mehr so schön, wie ich dachte. Heute kam ein Blaupunkt Lübeck RCC 45. 45 aber nur wegen, weil da zu Ende war, der Krieg. Und Krieg ist ja nicht schön. Auf jeden Fall bedanken wir uns noch. Geil, oder? Bisschen zu neu eigentlich für das Auto, oder? Ich freue mich trotzdem. Bauen wir heute rein. Ach so, der Adapter ist noch nicht da. Und dann nochmal was Geiles. Also es kommen ja ständig Pakete jetzt. Seitdem ich... Oh toll, jetzt mache ich hier die ganze Scheiße dreckig. Wegen dir Hundefutter. Einen großen Dank an Matthias aus Eisleben. Gell? Matthias aus Eisleben hat nämlich einen richtig geilen Geschmack. Und hat geschickt. Das große Wunschkonzert mit dem Kasselruther Spatzen, Henry Arland, Gigi Anderson, Nicole, Mama Teresa, Fliegjunger Adler, dann die Wikinger und die Randfichten. Die Randfichten sind eigentlich scheiße. Ronny ist auch nicht schlecht. Nochmal Patrick Lindner. Alter, ja, er hat auf jeden Fall den krassesten Scheiß mit uns geteilt. Nochmal Ronny, die Hitparade von Ronny. Dunja, du, Anja, Anja, hohe Tann. Anja, Anja, können wir auch zur Hochzeit spielen? Ja? Orwo, Alter, das ist komplett tiefste Zone. Unvergängliche Meisterwerke. Krass, oder? Übelst nett auf jeden Fall unsere Follower. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Werden wir auf jeden Fall gleich mal reinhören im SEC. Habe ich übelst Bock drauf. Als nächstes muss ich die Achse demontieren, also zerlegen. Dann wird die Achse neu pulverbeschichtet oder lackiert. Am besten Fall schwarz. Und dann kann die Achse rein. Und dann kann eigentlich auch der Motor rein. Motor? Sag mal Motor oder Motor? Motor. Motor. Dann kann der Motor rein. Und dann gefällt mir das schon ganz gut. Keine Ahnung, ob das was kann, aber für mich ist das jetzt schon recht schön. Keine Ahnung. Man kann auch einen Zweier Golf bauen, gerne mit einem 1.8T, das gab es auch schon tausendmal. Wäre auch wahrscheinlich einfach gewesen, weil das schon tausend Leute gemacht haben. Aber die tausend Leute, die jetzt zugucken und sagen, hey, ich habe doch einen Zweier Golf mit einem 1.8T und habe das gleiche gemacht. Die sagen, hä, E30 mit dem und dem Motor habe ich auch schon 100.000 Mal gesehen. Also ist am Ende scheißegal, alles was du machst, hat irgendjemand schon mal gesehen. Außer einen SEC, der gar nicht von Mercedes ist, übrigens. Ist nämlich gar kein SEC. Ist noch besser. Das weiß nämlich gar keiner. Aber das erklären wir gleich, wenn wir am Auto sind. Wir müssen mal kurz Starthilfe geben an Mike Sam. Was ist das? Evo, ein Mitsubishi. An Mike sein Suzuki. Das ist kein Suzuki. Da müssen wir mal hier Starthilfe geben. Und Starthilfe gibt man am besten mit einem Auto, wo eine ganz kleine Batterie drin ist. Aber dafür ganz großer Hänger dran. Anhänger. Da ist es immer am besten, wo die Batterie ganz hinten verbaut ist. Oh. Alter. Evo.
Theoretisch müsste das gehen. Probier mal. Mama, gib mal Gas hier. Nein, komm mal. Hier, stopp. Okay. Hast du es drauf? Das bleibt normal drauf. Hast du das drauf? Du bist ja auch auf 5 Minus gewesen. Ja. Mike, irgendein Problem hat dein Auto. Wirklich. Das ging immer. Es hat gerade gebrannt. Hast du das drauf? Ja, es hat gebrannt. Schon gut, oder? Ja, dann starte, wenn ich sage. Also hat er vorher schon gebrannt, die ganze Zeit. Ja, ist auch gerade komplett abgenippelt. Ist da plus und minus nichts rum? Ja, natürlich. Rot ist. Also, ich glaube, Mike ist ein Stoppnippelkabel. Das ist auf dem Kick. Oder aus dem Penny. Ist das ein Penny, das Stoppnippelkabel? Probier mal. Ja, gut. Dafür geht's aber. Aber hat auch mal kurz gebrannt, gell? Ich glaube, die sind wirklich vertauscht. Aber ist ja nicht schlimm. Ja, ist ganz schön scheiße unser Video heute, weil wir immer so tausend verschiedene Sachen machen. Aber so ist so ein Alltag, weißt du, da kannst du dich nicht auf irgendwas konzentrieren. Da machst du alles so ein bisschen. Und dann ist der Tag schon wieder rum und alle wundern sich, warum nichts passiert ist. Das ist übel schlimm. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt übelst geil Starthilfe gegeben und ist auch mal ein bisschen warm geworden. Vielleicht ist die Seilwinde falsch rum verpolt. Das kann ich aber nicht wissen, weil ich kein Elektriker bin. Aber am Ende ist das auch nicht so schlimm. Das ist auf jeden Fall Mike sein Suzuki. Das ist ein Suzuki Vitara 2 Liter. Und das erkennt ihr daran, woran erkennt man Suzuki Vitaras? Am Allrad. Weil der hat Allrad. Und wenn es ein Allrad, wenn er Allrad hat und aus China kommt, dann kannst du Suzuki Vitara sein. Oder Mike? Sowieso. Er ist jetzt ein bisschen aufgeregt, gell? Weil es sein Auto ist. Ach, aber schon gut das Ding, oder? Das macht schon Laune. Das macht schon Spaß, so, das Ding. So ein Vitara. Eigentlich ist das Mike sein Winterauto. Weil Suzuki Vitara kannst du nur im Winter fahren. Das ist schon Schall. Ich nochmal kurz. Ja, lass dir die Zündung einfach an. Batterie ist eh leer. Batterie ist eh leer. Wozu willst du jetzt die ganze Zeit lenken? Ich will was gucken, weil da haben wir mal blöde schleift. Vitara hat die Schleifen immer, weil Mike so große Stollenräder drauf hat. Warte, ich mach mal hier die Musik wieder aus. Geht nicht aus. Vitara-Krankheit, Vitara-Krankheit. Wenn man so ein Vitara nimmt, gell, so ein, genau das Modell, und macht das nicht so wie Mike, sondern baut hier die Stollenwinterräder runter und ersetzt das hier durch ein Gewindefahrwerk und schraubt das Ding komplett nach unten in den Minusbereich, sodass es halt auch vom Weiten aussieht wie ein Auto, und dann ersetzt man hier die 16 Zoll gegen eine 17 oder 19 oder 18, 18 in breit, dann ist es eigentlich auch eine geile Karre. Wollen wir das mal zerstören, Mike? Mit einem Gewindefahrwerk und ein paar Rädern? Nein, noch nicht. Nächste Woche dann. Nächste Woche zeigen wir, wie wir den Vitara zerstören. Ja, Mike macht jetzt auf jeden Fall Ölwechsel und wir machen eine Probefahrt mit dem SEC. Und da sehen wir uns jetzt gleich. Soll ich irgendwas sagen? Nee. Geil, oder? Ist gut geworden? Wollen wir fahren? Nicht. Fahren wir eine Runde. Ja, komm. Von, also wie gesagt, wir sind mit dem Auto letzte Woche, das hat nochmal eine neue Spritpumpe bekommen
Und auch, weil die Spritpumpen eine andere Position gebraucht haben nach dem Luftfahrwerkseinbau, dann ist die Spritpumpe defekt gegangen, weil die Defekt-Hex ein bisschen mitgespielt hat. Jetzt ist quasi eine neue Spritpumpe drin, die ist gleich ein bisschen stärker. Und ja, da haben wir Kennzeichen dran gesteckt und sind das Ding nach Halle gefahren oder nach Kapellskital oder nach Großkugel zur Hochzeit. Sieht schon krass aus hier, oder? Boah, ich würde mir gerne noch mehr Sprit kaufen. Ich weiß nicht. Ja, auf jeden Fall sind wir da mit dem Ding so nach Kapellskital gefahren, ohne totale Probleme. Und das Auto ist nicht mal laut oder ekelhaft oder irgendwas. Es funktioniert alles, die Klima geht tadellos. Es macht übelst Spaß. Riecht ein bisschen verbrannt. Ach, bestimmt noch wegen hier vorne. Meinst du, der Jeep brennt ab? Muss schon. Ne, der hält jetzt gebrannt. Ach, glaube ich, fast sicher. Vollgas drauf, das ist schick. Ich glaube. Aber ich sehe gerade, mein Lenkrad hat von hinten nicht die gute Qualität wie von vorne. Stimmt, auch schon älter. Aber ich versuche einfach nicht mal dran rumzuspielen. Aber jetzt, wo ich es weiß, spiele ich, glaube ich, die ganze Zeit dran rum, bis es kaputt ist. Und dann ärgere ich mich übelst. Also muss ich das Lenkrad rausbauen und muss... baue ich so ein Nardi-Holzschrott-Lenkrad ein. Habe ich noch ein paar. Sind vielleicht besser. Passt auch vom Holz her schöner ins Fahrzeug. So, aber jetzt habe ich genug gequatscht. Dustin sagt nämlich, unsere Videos sind viel zu lang. Und die Leute wollen uns nur 15 Minuten lang sehen und keine 20. Und deswegen sehen wir uns gleich wieder, wenn wir gewaschen haben. So, jetzt sind wir mal eine Runde gefahren mit dem Coupé. Ich hoffe, Dustin hat unterwegs was aufgenommen. Ich kärche jetzt mal drüber, auch wenn Mike mich dafür, wenn er das Video sieht, schlagen wird. Weil er immer sagt, wenn es so heiß ist, darf ich auf jeden Fall nicht kärchern fahren. Weil der Lack verbrennt, aber der muss halt einfach nochmal polieren. Ich warte mal. Und mir ist aufgefallen, dass das denn seine Waschsporns eigentlich cooler sind als die normalen. Also müssen wir immer Waschsporns machen. Weißt du, mit dem Moped so. War übelst geil. Drop it down like that. Think I'm in a movie, join my cast. Scorsese, get my shots real fast. Keep them lights on, show me how you move. When you work that back, now sway. Ooh, let the money come down, make it rain. Ooh, see me iced out, yeah, I'm super sane. Hey, what the pace, so no, I blow it glaze. I'ma speak to you another way, sway. Ooh, let the money come down, make it rain. Ooh, see me iced out, yeah, I'm super sane. Hey, what the pace, so no, I blow it glaze. I'ma speak to you another way. All the nightlife, I like, ooh. Take another shot now, baby, make it two. Just another wild night, I give you the blues. Let me take you to another room, ey. Also fange ich jetzt an, was zu erzählen. Dustin hat einen Porn gemacht. Ich hoffe, der ist gut. Also auf jeden Fall bin ich zu dem Coupé gekommen, wie die Jungfrau zum Kind. So heißt das, glaube ich. Ich habe vor 2 Jahren einen W116 gehabt, also S-Klasse, Vorgänger, richtig Mercedes. Und ach, ich muss noch weiter ausholen. Ich habe irgendwann vor 3 Jahren oder so mal auf der Couch gelegen. Alexandra fragt, was ist denn los? Sage ich, Mensch, alle Leute haben originale 18er BBS RS, ich nicht. Dann hat sie gesagt, BBS RS hat doch jeder. Okay, was willst du mit so einem Schrott? Dann habe ich gesagt, oh, die sind so sauteuer und ich will unbedingt welche. Da hat sie gesagt, wo willst du drauf machen? Da habe ich gesagt, ich finde schon irgendwas, wo ich immer drauf mache. So, dann habe ich mir einen W116 gekauft und habe gesagt, ich mache einen W116 auf Luft und in einer coolen Farbe. Und wenn ich ein bisschen Geld übrig habe, kommt ein cooles Rad drauf. So, ich W116 geholt. Okay. Kein Geld übrig gehabt, coole Farbe hatte ich aber. Und habe dann überlegt, Mensch, scheiße, du brauchst jetzt einen Satz BBS RS 18 Zoll. Habe wieder geguckt, gell? Werden nicht so oft angeboten in Original. Die heißen dann RS 289 und 290. Plötzlich hat mir einer einen Satz angeboten, hingefahren, gekauft. Habe ich mich gefreut, habe ich meinen Start damals verkauft. War eigentlich blöd. Und hatte einen Satz BBS RS. Habe die so ein bisschen gebaut, dass die von der Größe her easy unter dem W116 passen. Habe mich gefreut. W116 hat mir dann nicht mehr gefallen. Und ich hatte ja mein SL noch.
Und wenn du einen Mercedes hast und hast dafür passende 18 Zoll Räder, dann passen die auf jeden Mercedes. Und dann war wieder Winter, gell? Ich SL verkauft, hatte die Räder liegen, wollte die Räder eigentlich nicht verkaufen, überlegt, was kaufst du jetzt? Und bin an einem Audi S2 hängen geblieben. Dachte, Audi S2 ist cool, da passen 18 Zoll drauf, haben, haben 512er Lochkreis. Gell, machst du ein bisschen hier Mittenzentrierung rein und hast was Cooles. Gell. So ein bisschen geguckt, was der Markt so hergibt. Das, was ich haben wollte, war leider nicht so, wie ich es haben wollte. Und dann war die Zeit knapp, eine Woche vor der Messe. Gell, was machst du nun, was machst du nun? Immer im Internet geguckt, was so passt. Ne, zwei Wochen vor der Messe, das war gelogen. Zwei Wochen vor Messe Erfurt wollte ich auf jeden Fall ein Auto hinstellen, hat aber noch keins, aber Räder. Und mit einmal stoße ich auf einen Löwer. Okay? Dachte ich, hä, was ist ein Löwer? Geguckt, Löwer ist eine Firma, ich denke ein Autohaus aus, ich wusste auch, woher die herkommen. Ja, die haben auf jeden Fall kurzzeitig bei uns in Eisenach versucht, nach der Wende Fuß zu fassen. Und daher kannte ich das. Auf jeden Fall haben die Mercedes aufgekauft mit Unfallschäden und haben die Fahrzeuge nach ihren Geschmäckern umgebaut. Und so ein Fahrzeug wurde mir angeboten, aber auf Basis eines W126 SEC. Also habe ich gesagt, pass auf, W126 SEC ist cool, 500er Motor ist nicht ganz so cool, weil es halt 83er Baujahr ist, also einer von den ersten. Oder halt nicht so kurz vor 90er rum, das gefällt mir so am besten von der Einspritzanlage her und so von der Ausstattung und so. Aber naja, man kann nicht alles haben. Auf jeden Fall fand ich die Historie cool, weil ein Vorbesitzer, volles Scheckheft, 170.000 Kilometer, coole Farbe, also das gab es so auf jeden Fall meiner Meinung nach nicht zu kaufen bei Mercedes, nur bei Löwer. Geile Ausstattung, kein Leder wie alle anderen, sondern, wie heißt es denn, was wir da drin haben hier, die Sitze? Stoffsitze? Nee, das sind keine Stoffsitze, das ist hier, wo die Katzen drauf abgehen, hier, Samt. Heißt es Samt? Ja, Vlies. Nee, Samtsitze sind das auf jeden Fall, elektrische Samtsitze. Wie heißt denn das? Velour-Stühle drinne. Auf jeden Fall fand ich am Anfang scheiße und dann habe ich mir überlegt, Alter, wenn du das kaufst, ist es geil. Das Auto gekauft, die Räder saugend da drauf gesteckt, Luft rein und so bin ich zu dem Auto gekommen. Also ich habe nicht explizit nach einem SEC gesucht, ich habe halt nach was Coolem gesucht. Wichtig ist auch immer, dass man das Geld, was man in ein Auto steckt, das kann ruhig ein bisschen mehr sein, sage ich mal. Also geschenkt gibt es das ja sicherlich nicht, aber du holst das ja ein halbes Jahr oder ein Jahr oder zwei Jahre später immer wieder raus, weil die Autos ja nicht unbedingt weniger wert werden. Gerade mit so einer Historie, kein Mercedes, sondern ein Löwer. Für die Versicherung ist es ein bisschen doof, weil die kennen den Hersteller nicht und wollten ein bisschen diskutieren, aber diskutieren ist halt genau mein Ding. Und warum hat das Auto so extrem geile Kennzeichen? Weil in Gotha auf der Zulassungsstelle haben die das Problem, dass die geschmackstechnisch total cool drauf sind. Die finden riesige Kennzeichen total geil und denken, Mensch, das ist ein netter Typ, gell? Wie kann ich den unterstützen? Ich gebe dem was extrem Geiles. Und dann hauen die 46er oder 52er Platten raus. Das ist übelst nett gemeint, aber das passt so nicht, gell? Und deswegen habe ich PN-Kennzeichen. Die sind sehr kurz und auf der Zulassungsstelle, die verstehen auch, die haben einen anderen Geschmack als die in Gotha und deswegen finde ich das auf jeden Fall gut. Und das war unser Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War ein bisschen viel Content auf weniger witzige Art und Weise. Und ich hoffe, ihr abonniert uns und schreibt uns. Und ich finde es auf jeden Fall übelst geil, was wir bei Instagram so für Content bekommen. Content habe ich heute schon zum zweiten Mal gesagt, kommt gut an bestimmt, gell, weil so ein bisschen Feedback. Ja, aber Content ist so ein Influencer-Wort. Ich will ja als Influencer Geld. Also auf jeden Fall bekommen wir 1000 Nachrichten pro Status und das finde ich übelst cool und da bedanke ich mich bei euch. Und auf jeden Fall vielen, vielen Dank für meine Kassetten.
Heute werde ich das Blaupunktradio in das Auto bauen und heute werde ich es nicht reinbauen, weil der leider der Adapter noch nicht da ist. Wenn der Adapter die Tage kommt von Amazon Prime, eigentlich müsste der gestern da sein und dann funktioniert das und dann habe ich deine Kassetten in meinem Ohr. Dankeschön.